Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV. Eine neue Folge, My Time at Porsche, ein neuer Tag. Es ist Donnerstag. Welche Folge sind wir eigentlich? 24? Ich glaube 24. Ich weiß so gar nicht mal wieder gar nicht, was ich so zu tun habe. Ich würde sagen, wie immer, als erstes Material einsammeln. Also die Öfen neu bestücken und dann wollten wir den hölzernen Fotorahmen herstellen. Ich hoffe mal, dass ich mittlerweile genug Stoff dafür habe. Wir machen das der Reihe nach. Erstmal kommen hier die Öfen. Die sind erstmal wichtiger. Den sollte ich, glaube ich, noch brennen lassen. Aber nee, nee. Wird auf jeden Fall erstmal aufgefüllt. Und dann machen wir nochmal bis heute Abend 5 Bronzebarren. Hier tanken wir auch nochmal auf. Und machen nochmal 7 Kupferbarren bis heute Abend. Carbonstahl. Wie voll habe ich die denn gestern Abend gemacht? Hier kommen nochmal 4 dazu bis heute Abend. Und hier kommen nochmal. Ich mache immer noch ein bisschen Bronze. Bronze brauchen wir auf jeden Fall. Warte mal, was ist denn los? Ja. Da. Gut, die laufen erstmal wieder. Hier kann ich, glaube ich, auch direkt neue herstellen. Okay, Marmor habe ich nicht mehr. Könnte ich eventuell heute mal ein bisschen abbauen. Wäre wahrscheinlich auch nicht ganz schlecht. Mann, ey, das ist alles, das kostet alles so viel. Viel Bronze. So, jetzt schauen wir erstmal kurz nach den komischen Holzrahmen. Ich will die Quest nämlich in der Möglichkeit loswerden. So. Das müsste hier drin sein. Da. Ist der ganze Stoff weg. Das tut schon irgendwie ein bisschen weh. Okay, neues Fell brauchen wir auf jeden Fall auch. Dann schauen wir mal kurz, ob wir noch andere Quests haben. Handelsauftrag. Genau, den Wassertank müssen wir auch noch machen. Den kann man, glaube ich, auch hier herstellen. Wassertank. Da ist er doch. Wir brauchen 10 Mal Holz und 3 Kupferrohre. Ne, Quatsch, da. 4 Holzbretter und 5 Steinziegel. Ein bisschen arg viel Material für den. Die 100 Golds. Naja, egal. Die helfen ja gerne einer alten Dame. Hallo? Ne, so. So. Ja, muss mir noch auf die Leiste ziehen. Dann kann ich den Kram auch gleich wegpacken. Auch. So. Nein! Und. Komme ich denn auf Kupfer? Ach ja, das war ja das davor. Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen übermüdet. Oh, das ist ja nicht so gut. Dann müssen wir noch mal kurz welche produzieren. Schmeiße ich, glaube ich, mal direkt bei beiden an. Ja, da sind nicht mehr so viele vorhanden. Machen wir es mal direkt so. Und dann gehen wir mal ein bisschen Marmor kloppen in der Zwischenzeit. Einmal ein paar Steinchen prügeln. Achso, ich habe ja noch Post bekommen, richtig. Ich kann aus dem Augenwinkel gesehen. Forschungsergebnisse. Den industriellen Ofen, okay. Also hätte ich jetzt erstmal mit was anderem gerechnet. Den wollen wir uns auch direkt mal angucken. Ja, komm. So muss das mal kurz zurück. Ich will mir den einmal angucken. Wo ist er denn? Da ist er. Muss man da dann wohl für bauen? Das hätte ich wohl. Stahlplatte müsste ich auch hinbekommen. Und industrieller Kern. Arbeitstisch Level 2. Zweimal industrieller Kern. Dö, dö, dö. Kann ich auch hier drunter sein? Da ist er. Gutstein. Von Steinabbau. Okay. Ja, dann wird der heutige Tag wohl ganz im Sinne des Steinabbaus stehen. Des Steinabbaus und des Lama-Prügelns vermutlich. Also wer kein Blut sehen kann, sollte heute auf jeden Fall nicht zugucken, denn es wird blutig. Nur von speziellen Steinen oder die Blutsteine? Okay, da müssten sie schon dabei sein. Ja, ein Blutstein. Sehr schön. Dann wollen wir mal ein paar große Steine prügeln. Sieht auch gut aus.
Dann hat es sich fast gar nicht gelohnt, jetzt noch die ganzen Öfen herzustellen. Dann hätte ich direkt die großen machen können. Aber gut, wir konnte ja auch keiner erreichen. Ich sollte auf jeden Fall noch einen neuen Forschungsauftrag in Auftrag geben. Logischerweise, was soll man damit auch sonst machen? Damit wir direkt gleich die nächste Erfindung freischalten können. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Mit einer dabei. Sehr, sehr schön. Auch wieder einer dabei. Das ist doch hervorragend. Das läuft doch hier wie, keine Ahnung was. So. Den da nehme ich auch noch mit. Und den da natürlich auch noch. Und dann noch die beiden dahinter. Und den eventuell noch. Und dann ist das aber auch erstmal gut gewesen. Dann reicht's auch langsam. Dann haben wir genug Steine platt gemacht. Also wir sollten auf jeden Fall mehr als genug Gutstein bekommen haben im Laufe dieses Abbauvorgangs hier. So, dann würde ich jetzt erstmal kurz zur... Oh, das ist noch ein großer. Pardon, das ist noch ein großer, den nehme ich noch mit. Blutsteine kann man nie genug haben. So, jetzt gehe ich erstmal kurz zur Forschergilde. Oh, kein Blutstein. Das ist ja bitter. Und würde mal kurz den neuen Auftrag... in Auftrag geben. Mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen. Sorry. Und dann geht's zurück Richtung Werkstatt. Den weiteren Auftrag noch erledigen. Eventuell kriegen wir den Töpftöpf-Transporter heute noch fertig. Wobei, das glaube ich nicht. Aber dann kann ich mir auf jeden Fall noch einen neuen Auftrag holen. Wir wollen ja keine Möglichkeit verschwenden, Geld zu verdienen. Hi. Guten Tag. Forschung. Ja. Wollen wir mal machen? 20? 5? 20? 20? Sollen wir mal 20 geben? Komm, wir geben mal 20. Still, if you want to expedite our research, the data corruption on these disks are minimal. Ja, ja, klar, klar. Minimal. Wirst du mal meine 20 Datendisks. Disks. Doofes Wort. So, genau. Jetzt gehen wir auf dem Rückweg schön nach draußen und prügeln noch ein paar Lamas, dass wir den Faserstoff nochmal hergestellt bekommen, weil den brauchen wir auf jeden Fall für den Töf-Töf-Transporter. Ohne den Faserstoff also kein Töf-Töf-Transporter. Von daher, kommt her, meine Freunde. Ich habe hier, sagen wir mal, die Peitsche für euch. Zuckerbrot habe ich heute leider nicht. Oh, das ging auch fix. Oh, das ging auch fix. Wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Wo ist euer Boss? Ja, er ist jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Ich habe sogar das Spiel hat erkannt, dass das, was ich hier gerade mache, nicht gut ist. Und hat sich einfach mal dazu entschieden, nicht die Kampfmusik abzuspielen. Weil das eigentlich gar kein Kampf ist, es ist einfach nur ein Gemetzel. Oh, jetzt habe ich sie gleich alle angegriffen. Ja, gut. Ich sag's nochmal, es ist nervig programmiert, das finde ich einfach zu schwach. Ich meine, auch wenn man keinen Wert auf den Kampf legt, das ist einfach zu blöd. Jetzt die ganze Zeit nur drauf zu prügeln. Aber gut. Was will man machen? Schön ist auf jeden Fall, dass die ziemlich schnell wieder respawnen und man dadurch relativ schnell den ganzen Kram sammeln kann. Das finde ich cool. Also ein Zweier snack ich aber auch mal ganz eiskalt zum Frühstück, ey. Wahnsinn. Okay, jetzt hat das Spiel wieder erkannt, dass ich einen Kampf führe. Jetzt wieder nicht mehr. Naja gut, das soll es eigentlich auch gewesen sein. Ich denke mal, wir sollten relativ viel Stuff gesammelt haben. Ja, da ist auf jeden Fall wieder eine ganze Menge Fell dabei. Müsste passen. Hälfte der SP ist auch schon wieder raus. Läuft. Es läuft bei uns. Was sagt eigentlich unser Bankcount? 8500. Nice. Okay, was wollte ich jetzt als nächstes machen? Genau. Die Holzbretter schnappen. Und den Wassertank herstellen. Zack. So. Dann packen wir mal gleich den ganzen gecrafteten Scheiß wieder weg. Okay, viel mehr haben wir auch nicht. Dann wollen wir herstellen.
die zwei industriellen Kerne. Zack. Faserstoff brauchen wir auf jeden Fall. Bauen wir mal gleich die kompletten 10. Nochmal auftanken. Ah ja, den sollte ich natürlich noch da wegnehmen. So, dann den Fotorahmen abgeben. Das hätte ich eigentlich auch gleich gerade machen, oder ist das beides da hinten? Web aufrufen. Nee. Oh, wie doof, ey, dass ich da jetzt nochmal extra hinrennen muss. No. Egal. Ja gut. Lauf auch noch vor mir weg. Sehr schön. Blöde Kuh. Oder wer auch immer du bist. Da. Da. Stopp! Okay. KI. Sehr schön. Nicht schlecht. Gib dir gleich nicht schlecht. Meisterarbeit. Das war quasi ein Da Vinci. Oder so. Ähnlich. Dann holen wir uns den neuen Auftrag. Alles nur C-Aufträge. Bronzerohre, das kriege ich auf jeden Fall hin. Fallenkiste, keine Ahnung. Das ist mir viel zu teuer. Dann nehme ich doch die. Die habe ich auch noch auf Lager auf jeden Fall. Kann ich hier sogar direkt an den Mann bringen. Wir machen es auch egal. Dann würde ich jetzt nochmal zur Oma laufen. Ist nämlich auch schon wieder 16 Uhr. Boah, die Zeit rennt echt in diesem Spiel. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. So, was hat die Dame für mich? Gar nichts, die ist nämlich nicht zu Hause. Doch, da. Dankeschön. Oh, die 100 Golds kannst du dir auch echt in die Haare schmieren. Deine Perücke kannst du dir reindrücken, Oma. Mensch, du. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt schon direkt einen von den erweiterten Schmiedeöfen, also den industriellen Schmiedeöfen, herstellen soll. Weiß nicht, ob es die jetzt so mega krass bringen, dass ich da so viele Ressourcen reinstopfen sollte. Andererseits, ja gut, was soll ich sonst damit machen, ne? Jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Ich mache erstmal die Bronzerohre hier. So, dann nehme ich die drei, die ich noch habe, schon mal wieder rein. Noch mal kurz nach dem industriellen Ofen. Den Töff-Töff-Transporter werden wir heute auf jeden Fall nicht mehr zusammengestellt bekommen. Marmordielen 5 Stahlplatten. Abbrechen. So, ne, die Stahlplatten werden wahrscheinlich hier hergestellt werden, nehme ich mal an. 12 Stunden. Da ist auch fast der komplette Carbonstahl weg. Ziemlich heftig. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier schon alles aufsammle. Ist ja noch gar nicht Zeit, ins Bett zu gehen. So, dann machen wir erstmal wieder hier ein bisschen klar Schiff. Du bleibst im Inventory. Nein, du gehörst da nicht rein. Eigentlich gehört da fast gar nichts mehr rein. Das meiste werde ich, glaube ich, in dieser Kiste los. Nee, du gehörst da nicht rein. Falsch. Das hat sich aber wirklich gelohnt, muss ich sagen. Das ist alles Loot von den Viechern. Nein, das sind Holzbretter. So. Nein! Ja, wie gesagt, auf unserem Kanal bieten wir euch auf jeden Fall professionelles Gaming. Das muss man ganz klar so sagen. Es gibt da auch einfach kein anderes Wort für als professionell. Zumindest würde mir eins einfallen. Wo habe ich denn den ganzen Code hingepackt? Wahrscheinlich in die Pflanzkiste. Ja, da ist er. Dann kannst du da auch noch mit rein. So, dann packen wir da vorne noch mal kurz den Stein weg. Und dann hat sich das auch schon wieder erledigt hier. Gut, die Kerne kommen da jetzt auch erstmal rein. Habe jetzt aktuell keine Verwendung für. Das Essen kann ich noch wegpacken. So, gut. Der läuft, den kann ich auch noch mal kurz einschalten. Stahlplatten, Eisenholzdiele.
Für den Fall der Fälle mache ich da mal 3 Stück von, dass die einfach mal durchlaufen. Hartholz-Dielen kann ich morgen auch noch mal ein paar herstellen. Dann haben wir jetzt die. Die brauchen bis morgen früh. Das wird also früher sowieso nichts. Habe ich. Die Marmor-Dielen müsste ich auch noch haben. Ja, die habe ich auch noch auf Lager. Marmor-Diele, Stahlplatte. Ja, das passt. Dann würde ich eigentlich noch ein paar Carbon-Stahlbarren herstellen wollen. Brauche ich alles. Und nur noch 3 Holzkohle brauche ich mehr. Das kriegen wir hin. 10 Stunden, passt das? Sind dann mitten in der Nacht fertig. Das ist eigentlich zu doof. Das ist ein bisschen. Nein, ich habe auch schon Ewigkeiten keine Holzkohle mehr hergestellt, muss ich gestehen. Machen wir mal 10 Stück. So, tanken wir nochmal auf. Nicht vergessen. Ich hoffe mal, dass ich da gleich noch einen Kohlenstahlbarren dazu packen kann. Nee, das habe ich jetzt nicht besonders strukturiert gemacht. Ich entschuldige mich, das war doof. Das war insgesamt alles komplett doof. Aber egal. So, wir gehen nochmal ein bisschen Holz prügeln. Das scheint ja auch schon wieder relativ zur Neige zu gehen. Außerdem haben wir noch ein paar SP über. Und die sollen ja natürlich nicht verschwendet werden. Ja, sorry Freunde. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ich werde euch gleich sowieso angreifen, wenn ihr hier so am Rumpennen seid und ich hier die Bäume prügle. Dann mache ich euch lieber direkt mit dem Schwert platt, als dass ich mit der Axt auf euch einprügle. Ich möchte euch auch einen gnädigen, schnellen Tod bescheren. So, da unten das Gebüsch nehme ich auch noch mit. Da hängen die nächsten Lamas drin. Ihr legt es aber auch irgendwie ein Stück weit darauf an. Ja, die 150 SP werde ich, glaube ich, nicht mehr los heute. Ich versuche mal irgendwie drumherum zu drücken. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier die ganzen Lamas zu schnetzeln. Mal hier wieder Peter am Arsch oder sowas. Oh. Ach, komm, hau ab. Ich geh noch mit. Geh noch mit. Ich weg. Tschüss, Tchaikovsky. Lass mich in Ruhe, dann tue ich dir nichts. Sonst ziehe ich gleich das Schwert. Na, der läuft ja schon einmal hinter mir her. Bis wir wieder am Durchdrehen mit der Musik. Hauptsache Kampfmusik. Hauptsache Kampfmusik. So. Nein. So. So. Uhr sagt 21.12 Uhr. Ich denke mal, das werden jetzt auch die letzten Sträucher sein, die ich entferne. Aber wir müssten auch auf jeden Fall jetzt erstmal wieder eine ganze Menge Holz bekommen haben. Ich denke mal, das dürften locker so 150, 200 gewesen sein. 190 sogar. Ja, nice. 150, ja. 150, 200. Passt ja sogar hundertprozentig rein. Keine Ahnung, was mir da schon wieder in den Sinn gekommen ist. Wenn jetzt natürlich noch ein paar Raupen mitnehmen, aber ich habe keine Lust, die gleich umständlich wieder in die Kisten reinzupacken, deswegen lasse ich sie einfach liegen. Ich werde mich zwar wahrscheinlich dafür verfluchen, wenn ich die dämlichen Raupen irgendwann wieder brauche, aber naja, irgendwas ist ja immer. So, Holzkohle ist ready. Dann glaube ich, gebe ich mal eben nochmal hier einen neuen Auftrag, auch wenn das auch schon wieder total blödsinnig ist, aber okay. So, die laufen bis morgen früh durch. Sogar so müssten die bis morgen früh durchlaufen. Ja, ich sogar die 3 laufen lassen können. Ach komm, scheiß drauf. Egal. So, der läuft. Den mache ich nochmal neu. Machen wir mal 10 hier. Hier kommt auch nochmal Carbonstahl. Und hier kommt nochmal ein bisschen Bronze. Dürfte es jetzt an der Seite, auf der Seite gewesen sein. Stahlplatte läuft noch. Eisenholzdiele läuft auch noch. Die Bronzerohre sind fertig. Kann ich auch nichts Neues herstellen. Alles gut. Was nehme ich denn da jetzt in der Holzkiste? Ja gut, 500 haben wir noch auf Lager. Also ich hätte theoretisch gar nicht holen müssen. Aber gut, wie gesagt, Holz kann man glaube ich nicht zu viel haben. Von daher ist es schon ganz okay. Und dann da mit rein. Und dann müssen wir wieder in die Tierkiste. Kommt natürlich wieder hier mit rein.
So, der Faserstoff ist noch am Arbeiten, den lasse ich auch arbeiten weiterhin. Irgendwann habe ich es drauf. Ich bin mir da ziemlich sicher, irgendwann werde ich es drauf haben. Kann sich noch um Tage oder Wochen handeln, aber irgendwann wird das der Fall sein. Ja, eigentlich würde ich jetzt ungern noch die kompletten SP verschwenden. Es ist eigentlich nur ein bisschen arg früh, um ins Bett zu gehen. 23 Uhr. Ich mache hier nochmal kurz die Bäume platt. Dass wir zumindest noch das Hartholz bekommen. Da kann ich noch ein paar Mal gegentreten. Nein, sind die SP immer noch nicht ganz leer, aber ich denke mal, so können wir ins Bett gehen. Waren wir in meinen Augen auch wieder, Entschuldigung, waren wir in meinen Augen auch wieder nicht ganz unerfolgreich am heutigen Tag. Wir haben wieder zwei Aufträge erledigt, eine ganze Menge Material zusammengesammelt. Das Rezept für den industriellen Hochofen haben wir bekommen. Den werden wir wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, morgen früh bauen können. Ja. Ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr ein, was ich noch großartig labern kann. Deswegen bringe ich jetzt noch mal kurz die Sachen hier weg. Zack, 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 zack. Was mache ich denn da schon wieder? Verkehrt. Das ist definitiv verkehrt. So, hier bin ich richtig. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Weil das ist natürlich super, dass man hier alles direkt reinpacken kann. Die Hartholzziele kommen natürlich hier rein. So. Alle Produktionsstätten laufen. Faserstoff könnte ich theoretisch nochmal erneuern, aber ich glaube, ich habe auch gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Es ist 0:16 Uhr. Ich werde mich ins Bett begeben. Ich danke euch für euer Interesse, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich darüber freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet. Und der Floschi und ich würden uns super darüber freuen. Ne, das hatte ich schon mal. Mega darüber freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet. Also unten einfach abonnieren, würdet ihr uns sehr mithelfen. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.